Jo Leute, was geht und herzlich willkommen hier zur ersten Folge von Der Weg in Liga 1 und heute mal, wie gesagt, in Liga 4 fangen wir an und wir wollen natürlich so schnell wie möglich in Liga 1 kommen. Ja, unser erster Gegner schon gefunden. Wir nehmen hier unsere Bayern-Trikots, der Gegner nimmt irgendwelche anderen Trikots und das ist sein Team, sah eigentlich ganz ordentlich aus, aber er hat umso besser gespielt als sein Team und ich war nicht eingespielt. Bei mir lief nicht so viel und der Gegner hat echt viele Chancen gehabt, hat viel geflankt, hat nicht so unbedingt gut gespielt. Aber er hat es ausgenutzt, dass ich so schlecht gespielt habe. Und aber ihr wisst ja, normalerweise kennt ihr mich eigentlich in einer sehr guten Form, aber heute war das nicht der Fall. Ihr seht es hier gerade und jetzt schaut euch das mal wieder an. Der Gegner kriegt immer den Ball wieder und hat immer wieder mehr Chancen gehabt, aber egal, also auf jeden Fall ein sehr komisches Spiel, aber da kommen wir auch mal so zu ein paar Gelegenheiten. Das war das Einzige, glaube ich, was wir in den ersten 20 Minuten, glaube ich, bringen könnten. Dieser Ball, misslungener Pass auf Diego Costa. Jetzt kommt der Gegner hier, macht sehr viele, hat, glaube ich, ziemlich viele Rabona-Flanken gemacht. Oder war das nicht der? Ich weiß es, glaube ich, gar nicht. Aber ich glaube, der hat ziemlich viele Rabona-Flanken gemacht. Und hier wieder eine Flanke, er versucht sie die ganze Zeit. Und deswegen haben wir die umso mehr laufen gelassen. Ihr seht schon, 22 Minuten rum, noch keine Aktion von mir. Aber umso mehr vom Gegner. Aber jetzt vielleicht mal über Diego Costa. Und da verliert er nicht den Ball, sondern geht hier mal lang. Und das ist das Einzige, was ihr aus den ersten 30 Minuten von uns sehen könnt. Die erste richtige Chance. Wie gesagt, ich war nicht eingespielt und hatte dann auch irgendwie nichts mehr drauf. Und da hier Willian. Und er hat nicht geschossen. Also dann doch nochmal was. Aber der Gegner war dann im Endeffekt doch besser. Und dann ist auch das 1-0 gefallen. Hier durch Pjanic. Bisschen glücklich für den Gegner. War sehr schlecht verteidigt von unseren Innenverteidigern. Weiß nicht, wie Boateng und Chiellini sowas zulassen können. Aber hier kommen wir wieder mit Diego Costa. Und der Gegner kriegt wieder den Ball. Aber wir holen uns ihn wieder. Fabregas spielt ihn auf Costa und er bleibt nicht hängen, sondern kommt nicht ganz zum Schluss. Aber okay, die Folge lief allgemein. Jetzt, ich sag schon mal voraus, nicht so perfekt, wie ich mir das vorgestellt hatte. Allerdings, wir hatten ein paar Chancen. Wie ihr hier zum Beispiel seht, aber hier sehen wir die Statistik zur ersten Halbzeit. Wir hatten 2 Schüsse, 0 aufs Tor, der Gegner auch angeblich 0 aufs Tor. Und hier wieder eine Szene vom Gegner. Und Leno hält perfekt und da gibt es den Elfmeter. Ich weiß es nicht wofür, aber ich habe da irgendwie nichts gesehen. Und sogar noch rot für Abate, der mir mehrere Spiele auch davor und so. Ich habe mich davor eingespielt, lief eigentlich super gut gegen noch stärkeren Gegner mit Ibra und Agüero. Und ich habe 3-2 gewonnen. Und hier verliere ich einfach 2-0 bis jetzt. Sieht so zumindest aus, als ich weiß ja nicht, wie es ausgegangen ist. Beziehungsweise ich weiß es, aber ihr sollt es nicht wissen. Ich spoilere jetzt nichts hier erstmal. Auf jeden Fall ist das ziemlich komisch, ja. Ich habe hier einfach wirklich nicht gut gespielt. Wie ihr seht hier auch, hier habe ich schlecht verteidigt. Und da zweite Halbzeit lief echt gar nichts mehr. Der Gegner ist dann ins Pausenmenü gegangen. Und nee, da bin ich ins Pausenmenü gegangen. Und dann habe ich nochmal hier umgestellt. Da habe ich dann überlegt, was soll ich machen. Dann habe ich da Jeremenko eingewechselt für Abate. Und ich habe, glaube ich, dann irgendwie Götze rausgetan. So ist es auch. Ich habe Götze rausgetan. Und habe dann Jeremenko in die Rechtsverteidigung gestellt. Der kann eigentlich überall spielen. Den könnt ihr sogar ins Tor stellen. Okay, ist zwar vielleicht übertrieben, aber in die Innenverteidigung könnt ihr den sogar stellen. Der gewinnt Kopfballduelle gegen Ibrahimovic. Aber auf jeden Fall, ja, war das jetzt ein Spiel, was überhaupt nicht lief. Der Gegner hat noch ein Kopfballtor gemacht. Mit wem? Ihr glaubt es wohl nicht. Mit Pjanic natürlich. Oder es war nicht mit Pjanic, das war gerade das Elfer-Tor mit Pjanic. Das nächste Kopfballtor war aber mit Higuain. Ich glaube, das kam sogar jetzt. Wir schauen uns die Szene nochmal an. Und da ist es auch, das 3-0. Da sieht unsere Verteidigung wieder schlecht aus. Ich fand, das war gar nicht so schlecht verteidigt hier außen von mir. Ich konnte eigentlich mit Willian nicht viel anderes machen. Aber dann lief auch nichts mehr bei uns. Wir haben die ganze Zeit eigentlich sowas hier gemacht. Da hatten wir mal Glück den Ball wieder. Dann haben wir hier ihn durchgeschickt. Und dann war es natürlich, wie immer, Abseits. Pech für uns. Aber es lief nicht so ganz in diesem Spiel. Ja, dann habe ich heute Abend, wo ich das jetzt kommentiere, ich habe übrigens morgens gespielt. Und jetzt beweist es sich nochmal, ich sollte morgens keine Liga spielen, weil ich da noch ziemlich müde bin und mich nicht ganz konzentrieren kann. Wenn ihr seht, wir haben Handanovic hat 3 Paraden, Leno 8 und ja, bei uns läuft es echt nicht so gut. Also diese Folge lief echt gar nicht so gut, aber ich garantiere euch, in Liga 3 aufzusteigen, das schaffen wir auf jeden Fall. Ich war ja schon ziemlich hoch in der Liga, bin dann wieder runtergegangen, also in Liga FIFA 15 war ich dann sehr hoch mit den Ligen und jetzt FIFA 16, ja. Klar, muss ich wieder rein. Und hier wieder mal eine schöne Sache. Ich kann den Spieler nicht wechseln. Er legt ihn rüber und schießt ihn an die Latte. Und da kommen wir nicht wieder zum Ball. Und da steht es 4-0. Unfassbar einfach, was der noch für ein Glück hat. Hier
war nochmal die Szene, ich wollte es eigentlich nochmal laufen lassen, aber ich glaube, ich konnte nicht zu Alaba wechseln. Oder wer es auch immer war, aber ich konnte auf jeden Fall den Spieler nicht wechseln. Ja, und dann hat der Gegner umso mehr Glück, schießt der Ballpartner an die Latte, kommt so natürlich zu Gervinho und nicht zu uns. Und das Ding ist drin, also ziemlich viel Glück für ihn. Aber kommen wir nochmal, können wir nochmal was machen? Nein, Basali passt auf und das war's dann auch mit dem Spiel. Bis jetzt sieht es nicht so gut aus. Pjanic hier mit 2 Toren, der Gegner eigentlich nicht unbedingt besser, nicht unbedingt jetzt so gut war der. Aber wir hatten halt ziemlich...